Moin, sind Leute, und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Und wir reden jetzt mit Vortexa. Oh, sei gegrüßt, wir sind das Volk des Windes. Vor langer Zeit stiegen wir auf zum Himmel und nahmen den Palast des Windes mit uns. Zurück blieb das, was ihr die Ruinen des Windes nennt. Wir sehen, was unten geschieht, denn der Wind erzählt uns, was er sieht. Ein kleines Kind sucht die Elemente, um die Prinzessin zu retten. Auch das war die Böses Tod, hat uns der Wind zugetragen. Das Windelement befindet sich im Palast des Windes über uns. Ist das heilige Schwert vollkommen, öffnet sich Vatis Weg zum Forst. So heißt es in der Legende, die das Volk des Windes kennt. Gib Acht, wenn du alle vier Elemente auf das Schwert übertragen hast und so das heilige Schwert entstanden hast. Es ist möglich, dass auch Vati davon weiß und auf den entscheidenden Moment wartet. Menschen dürfen unseren Palast eigentlich nicht betreten, doch bei dir machen wir eine Ausnahme. Geh nur hinauf, aufs Dach. Ah, jetzt darf ich. So, beweg mal deinen Arsch weg. Wenn ich groß bin, traue ich mich vielleicht den Palast zu erforschen. Nee. Ich werde vorher aber nochmal eine Etage runter oder zwei. Nee, genau, hier war das. Da war noch ein Räumchen. Kleines Träumchen, vielleicht auch nochmal ganz unten. Alles klar, ich steck sie ein. Kein Problem, ich nehm's mit. Alles gut. Ich kümmere mich um euer Problem. Alles safe, alles erledigt. Ihr vermisst gar nichts. Warte mal, brauche ich echt mal noch kurz nach unten. Boah, ich will keine Rubine, Leute, ich will Herzen. Guck dir meine Leiste an, Junge. Mal. Ich glaube, ich muss auch nochmal eine Etage weiter runter. Noch mehr Fragmente. Wollen wir was vereinen? Jo, verwende sehr gerne. Cumulus. Die Cumulus! So hießen die doch, die Tante. Das war doch so ein Cumulus, so hieß er stand doch. Meine ich. Die beiden Fragmente passen perfekt, jetzt geschieht etwas Wunderbares. Aber ich meine, die wurden mit K geschrieben. Aber es ging so in die Richtung. Oh, setz mir nicht noch so ein Kackvieh dahin, bitte. Eine Truhe? Wow. Danke. Am Seelawasserfall, toll. Ah, sie passen perfekt zusammen. Vielleicht passiert ja was Gutes. Vielleicht auch nicht. So, noch eine Etage tiefer. Mir ist es gar nicht mal bewusst geworden, dass wir so viele Etagen da irgendwie hochgelaufen sind. Und hätte ich von Anfang an hier was gemacht, dann... Ach so, daher fernes Land. Der Typ kommt von hier. Muss man sagen, hier ist so ein dezenter Frauenüberschuss. Und die beiden, denen ich geholfen habe, die sind irgendwie nicht da. Ihr wollt keine Fragmente vereinen? Gut, interessiert mich nicht. Eure Story juckt mich gerade hart überhaupt nicht, denn wir wollen lieber in den Tempel, in die Ruine. Wehe, wehe, das wird wieder so eine Nuss. Ich mag keine Nüsse. Also doch schon, aber keine harten. Ich mag. Eine Pekannuss habe ich noch nicht probiert. Glaube ich, ist nicht so meins. Macadamia weiß ich auch nicht. Mandel mag ich. Oh, Vögelchen. Und die Musik ist sehr schön. Ist das ein Tukan? Ich glaube ja, ne? Sieht aus wie ein Tukan. Mit einem Helm. So ein, hol mal. Oh, ich war schon... Ach, ich hätte vielleicht... Na egal, scheiß drauf. No risk, no fun, eine Fee reicht. Und wenn wir mal eine finden, dann ab in eine Flasche. Oh, ich glaube, das wird hier richtig frustrierend. Ei, so etwas werde ich gedacht, dass hier oben noch ein großer Palast ist. Diese Höhe, da zittert mir ja die Knie. Ja... Man sieht es förmlich. Wenn ich welche hätte. Oh, wow! Ja. Sif, gib Acht, wo du hintrittst. Hier fällt man ziemlich tief. Sicher, Itzelo? Hä? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber die Mucke ist ziemlich geil hier. Killer, das! Böse! Mir würde nur interessieren. Kann ich... Nein, ja, damit kriege ich die aber. Tschüss. Und tschüss. Oh nee, ich sehe den Scheiße jetzt schon auf mich zu kommen. Das ist blöd, dass ich mich mit dem Krug nicht drehen kann, weil dann würde ich mal ganz gerne, ehrlich gesagt, da den lieben Schätzchens da gepflegt in die Parade fahren und mal die Killer Annas da ins Gesicht spucken. Dum, 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 dum. Keiner wird hier wieder lebendig, dass das klar ist. Warum ist hier sowas? Ich habe runtergeschmissen.
Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich das nicht mag, wenn ich damit den Dingern hier agieren muss. Also ich werde jetzt erstmal runterfallen und dann werde ich hier erstmal alles töten, bevor ich überhaupt was verschiebe. Ich keinen Bock habe, dass die mir da in die Parade fahren. Ist so ein bisschen pharaonisch angehaucht, die Mucke, ne? Sehr schön. Auf geht's, meine Links. Ba, 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 wunderbar. Ach, das wird ja... Obwohl, das geht eigentlich. Oh, fuck! Ich nehme alles zurück. Oder haben sie sich aber wieder mit einem verlassen? Oh, nee. Nein, tu mir das nicht an. Oh, Gott. Ich hab's geschafft. Oh, nee. Dass er da nicht durchfällt, ist wahrscheinlich zu leicht. Knochen sollen ja nichts wiegen, also nicht viel. Ja. Oh! Okay. So, du explodier auch mal schön. Alle Gefahrenquellen aus dem Weg beseitigen. Dann geh ich auch mal hier rein. Das ist das eine Treppe? Na, oh, das sind ja ganz weiche Wolken. Oh, es macht bestimmt Spaß, wenn man da oben ist. Ja, ich glaube auch. Also, ich hätte auf jeden Fall Spaß. Ach, ich glaube, ich weiß, was für ein Item wir bekommen. Da muss ich aber sagen, dazu wurde ich durch Magnus gespoilert. Wir kennen ja unseren guten Legolas-Verschnitt, der uns immer ein paar Techniken beibringt. Und der hatte zum Beispiel gesagt, komm wieder, wenn du hoch und weit springen kannst. Deswegen denke ich mal, dieses Item werden wir hier bekommen. Ich weiß nicht genau, was es sein wird. Ob das jetzt irgendwie so Springerstiefel. So weiß ich nicht. Wir haben ja Pegasus-Stiefel, die halt weit sind. Oder irgendwie, ich weiß nicht, Sprungstiefel. Ich glaube, hier muss ich ein bisschen flott sein.